Nicht diese Scheiße. Das Minigame ist nämlich so Müll, man muss sich die Karten merken. Und Karin tut dann die vertauschen, obwohl sie nicht so lange verdient. Ich hab mir nichts gemerkt. Echt nicht? Ja. Na, warte, nimm was rechts. Nicht dessen. Hi Leute, ich bin heute der dicke Affe da, der sich der gerade müde ist. Dann ist noch hier der Feeling 4, der Gary Boy. Yeah, ist halt die ganzen Schwergewichte. Dann haben wir noch den Bowser Guy und den Wario, den Fat Klos. Ja, und die werden heute ein bisschen Sport betreiben, und zwar hier beim Raft-Abenteuer. Wir brauchen nämlich noch die nächste Flagge. Ja, und das passt so, oder? Ja. Du bist Mikro ein bisschen weg, aber warte, dann zieh mir deine. Passt schon so. So, okay, let's go. Ich bin mal Donkey, da haben wir den letzten Part freigeschaltet. Wer es verpasst hat, Link zur Place ist in der Videobeschreibung. So. Ja, hoffentlich werden wir viele Kalorien abnehmen, weil die sind alle ein bisschen fett. Vor allem der Wario-Typ hinten. Oh, oh. Der Donkey ist so schlau. Hallo, Guys, seid ihr schon wieder da? Was schade denn? Willkommen beim Abnahmetraining. Ich bin euer Spielleiter Tony. Was wisst ihr? Ist euer erster Trip? Für die eigentlich schon, aber für mich nicht, weil ich es schon öfter gemacht habe, also nein. So, ich weiß genau, wie alle wisst, was für ein Aufnahme zu beachten gibt. Als erstens nicht über Bord springen, zweitens niemand anderen drüber schubsen und drittens alles überleben, das ist toll. Und es wäre auch gut, nie aus dem Floß auszusteigen, das wisst ihr das? Sollen wir die Regeln durchgehen? Also, wie du da auf jeden reinschaut, hätte man es schon gedacht, aber wir kennen sie eigentlich, deshalb lass mal. Weil Todi jetzt irgendwas erzählt. Sag mal, das mit Raften ist das alleroberste Gebot, das ist sehr wichtig, müsst ihr wissen, das habe ich nämlich auch schon gelernt. Ja. So, wir haben das schnell mal aus dem Team, was mit dem Dienst. Klatscht mal bitte alle mit dem Paddlein. Juhu! Hurra. Yeah! Yeah! Ja, prima, das ist doch toll. Oh, wir sind schon in der Startlinie, obwohl sie eigentlich da ist, lull. Ich verpiss mich dann mal. Auf ins Abenteuer, viel Spaß euch, ich muss los. Ich hab noch einen Braten im Ofen. Ich muss doch mal kacken gehen. Auf das Klo. Scheiß aus. Warm Paddelabschnitt, okay, so wie immer. Eigentlich ist das Wasser ganz gut texturiert, finde ich. Ja. Das ist schon das ist schön, ja. Ja, und die Umgebung auch, also ich finde das eigentlich ganz gut, dass da daneben so viel ja, Natur. Das ist schön, ja. Oh, der Mauerlauf, wir starten eigentlich mit dem Minigame. Oh, das ist blöd, also, mit den Fettis. Cool. Aber mit dem Monty kann ich das perfetto. Ich bin jetzt aber Donkey Kong, ich weiß nicht, wie das sich spült. Also eigentlich spült sie alle gleich. Ah, ein bisschen anders finde ich die. Ja. Oh mein Gott. Das ist wie so Ananas. Mein Gott, wie trocken der das. Mach Wario. Tschüssi! Taugt das so komisch? Ist halt echt so, wie so Dingsbums. Wie so Ananas. Oder irgend so ein Bananenstauch. Straude. Straude. Staude. So. Ende. Und rein damit. Boom! Das Feuerwerk ist einmal anders. Ups. Sorry. Ihr wollt zusammen Kino, ja? Das Mikrofon wird umgebracht. Es dran geschafft und einklatschen alle miteinander. So wie immer. Ja. 3 Bonussekunden sind das so wichtig. Super! Sehr wichtiger Film. Ja, eigentlich sind sie schon wichtig, weil wir haben es ja damals mal verkackt, warst du noch? Echt? Im zweiten Part oder so. Aber zum Beispiel, wenn man zum nächsten Tunnel runterfährt, dann einklatschen, das bringt halt gar nichts, weil das hat man gleich wieder verbraucht. Wenn man unten im Tunnel auskommt. Ja, deshalb haben sie es ja eigentlich dazu ergeben, dass du. Mann, nein. Nicht diese Scheiße. Das Minigame ist nämlich so Müll, man muss sich die Karten merken. Und Karin tut dann die vertauschen, obwohl sie nicht so lange vertauscht. Da legen wir Musik drunter. Echt nicht? Ja. Na, warte, nimm was rechts. Nicht dessen.
Na moin. Was noch einmal? Leider, ja. Schau, merkt da einfach, die nicht dabei sind. Außer die unten zwei, die Drecksdinger. Boah, ich hab sie ja gesehen. Ich hab grad geschlafen. Ich bin gerade geschlafen, ja. Ich glaube, das war nicht dabei. Ja, wir sind doch so gut. Das haben wenigstens zwei genau. Zwei. Das war gleich 233. Ist ziemlich schwer, mit S abzuschließen, weil man dabei die Chance, eine große Chance besteht, dass man einschläft. Ja, definitiv. So, weiter geht's. Wenn die jetzt noch einen 500 Meter Super Mario Party, Party 2 rausbringen, ja. Wenn da nicht die Minigames besser sind, dann kaufe ich's mal mit. Nein! Yes! Abgegangen. Gut vernetzt. Das Minispiel ist geil. Wenigstens eins. Oder ein paar. Da gibt's halt nur 12 oder so. Wenige. Jetzt, Wer alle Minispiele mal sehen will, ich habe da schon mal ein Video gemacht. Hä? Muss man ruckartig machen. Immer schön rausfischen. War zwar Gold. Das war geil. Boah, das war richtig. War gerade noch S. Wo war S, glaube ich, bei 90 oder so? Gut, auf jeden Fall. Schon schlecht. Der Torin wundert sich wieder, was ist da los? Das ist mein Pool. Ich will gerade baden gehen. Ich hätte doch kurz meinen Koks getrunken. Mein Koks getrunken? Trinkt ihr auch Koks, Leute? So badet schneller. Ich hab doch kurz meine Easys aufgegessen. Lecker. Das finde ich blöd, wenigstens eine Herausforderung. Bis hier. Meistens dass man da 10 schafft. Aber die Computer überlegen meistens viel zu lang. Schau mir an, wie wir einfach voll fett sind. Achso, ups. Ja, zu mir, ja. Mein Chicken Nugget. Macht Sinn, ja. Ich hab einen Fußball. Nein! Aber jetzt haben wir es wieder verkackt. War gerade noch. Aber jetzt hätten wir eigentlich sogar 11 schaffen können, weil wir waren jetzt eigentlich sehr gut. Der Fehler von dir war halt ein bisschen. Ich habe gedacht, dass das passieren kann, dass er uns genau da bei dir spawnt, wo es zu dir kehrt. Ich glaube nicht, dass wir 11 geschafft hätten. Ja, vielleicht. Das glaube ich eher nicht. Ich hätte es gerade so nicht geschafft. Also müssen wir jetzt rechts. Ja. Okay, ja, geh mal rechts, würde ich sagen. Das haben wir jetzt. Lass das Wario, du Knecht. Ja, er muss ein bisschen ausgleichen, schau. Der will das aber nicht, schau. Der will auch. Das lassen wir aber nicht zu. Schau, das ist richtig unnötig. Ich will das nicht machen, was ist das? Komm, alle. Eins und zwei. Alle zugleich. Eins und zwei und eins. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, das ist abnehmen mit Donkey Kong. 1, 2, 3, 4. Mit Wario. Fitnessstudio. Oh, Ding. Mit Monty. Monty, da ist wir sind gelähmt. Der Maulwurf. Er ist so fett. Kaufst du nur Yeezys? Oh! Ha! Die Paddel haben es noch geholt. Das Minispiel ist eigentlich auch cool. Wir sind der einzigen. Der wenigen, kannst du sagen. Wir müssen in den Ballonwetter rüberblasen. Let's go! Hohoho! Huhu! Ja, geht besser, aber war jetzt alle zu schlecht. Was macht der Bowser für einen Schaß? Nicht zu viel, weiß der Wario Doom. Wario, danke, dass wir verkackt haben. Ein nicht geeigneter Wario-Spieler.
Ja, man kriegt jetzt sogar 10 Sekunden Zeit, wenn man sogar C erreicht. Das ist ja dann voll komisch. Dann braucht man ja gar nichts tun eigentlich. Na, aber selbst wenn man gar nichts tut, schafft man ein bisschen was. Weil das ist aber jetzt gut gewesen. Das hat der Varo gut gemacht, ja? Ja, bei mir auch. Also, in der Runde war es sehr schmackhaft. Ach so, bei dir? Bei uns allen. Ups. Der alten Mann jetzt. Ja, das war eigentlich nicht schlecht. Nicht schlecht. Ah, das war ein bisschen zu fast optimal. A? Nein, es gibt Dümmel. Ja, das war gut, Vario. Ja, ja, A reicht schon. Ja, bei 180 hätten wir es gekriegt, oder? Das war es nicht. Oder es wäre 200. Ja, das wäre zu schwer. Keine Ahnung. Also 2 Stunden. Fertig? Fertig? Yeah! Fertig? Yeah! Seid ihr wirklich fertig? Nein. Kurz am Klo kacken. Komm dann gleich, Brudi. Ich hab zu viel Cheeseburger gegessen. Und Leute, es gibt ja auch einen schweren Modus von dem, aber die werden wir nur kurz probieren. Yep. Weil es ist eigentlich das gleiche wie das hier. Da kriegt man auch keinen neuen Charakter. Dann haben wir hier schon alles gezeigt, weil hier haben wir einen neuen Charakter bekommen, Donkey. So. Guck mal, ist Ballon, let's go. Let's go, Sprint! Oh no! Jetzt ihr! Ich kann noch battle, yes! Du hast so die Last of Us. Ja genau, Last of Us, alle waren gelähmt und ich war der Einzige, der gebattelt hat. So alle im Rollstuhl gewählt. Alle im Rollstuhl. Und du so, hä? Oh, da ist eine Fledermaus. Shit, da kommt eine. Daher. Oh, das war knapp. Da sind wir hier. Das Einzige, was ich komisch finde, ich kann irgendwie immer nur, ich spawn immer links, weil ich der erste Spieler bin. Das heißt, ich kann immer nur die linke Seite machen von den ganzen Kerzen. Dann kannst du umgehen. Ja, rein hier heute schon, ey. So, weiter geht's paddeln. Eigentlich kennt man. Eigentlich brauchst du gar nicht zum Wasserfall für den Thumbnail, da kannst du einfach... Für einen Teil vom Thumbnail kannst du auch einfach das nehmen, wenn wir ein Minigame abgeschlossen haben. Nein! No! Trix Cooper. Da rechts, gell? Bei den Beschleunigungsstreifen. Was macht der da? Ja, der will doch rum, der will nämlich an der andere Seite. Okay, dann halt nicht. Hat sich so gedacht. Yeah! Im schweren Modus gibt es nämlich dann keinen Abschnittbonus, dann gibt es nur noch die Ballone. Und da werden wir das nur mal kurz dann sagen. Was ist das, was du umsonst? Bringt ja gar nichts. Ja, okay, für 100%, aber. Und ich glaube, zu viert werden wir alles Raftamtor nur noch kurz einmal sagen oder so eine Runde oder so spielen. Oder so mal überhaupt. Ja, für mich. Wir werden fragen, ob sie wollen. Dass sie Bock drauf haben. Boah. Weil ich finde, der Modus jetzt nur, ist es nur so durchschnittlich. Es ist lang gezogen, sagen wir so. Well. Und es gibt zu wenige Minigames dafür. Sonst wäre es ein richtiger Mode. Du bist an der optimalen Position. Links in der Mitte ist immer besser. Also am besten. Findest du? Ah, was bin ich für ein Pfosten? Die trifft ja, das nie. Ja. Hä? Wieso trifft ich denn nie? Das ist so ein Betrug. Oder ich bin einfach so dumm und hässlich. Das kann auch sein. Boah, da geht's schon. Sehr schön. Was haben wir da gerade einen Double Kill gemacht? Jetzt haben die Kills da alle weg, bevor ich sie überhaupt einen Senk krieg. Ja, das ist definitiv die richtige Stelle. Hm, hab ich gesagt. Da gibt es immer am meisten. Obwohl die aber auch was verpasst haben. Ja. Da kann man schon Rekord aufstellen. Also mein Lieblings-Mario Party ist immer noch Mario Party 10, Mario Party 9. Mhm. Was findet ihr denn besser von jetzt zwei? Oder findet ihr überhaupt das neue besser? Ich glaube, ich werde da rechts oben abstimmen machen. Und wegen viel, was findest du das Mario Party findest du besser? Ja, das ältere, weil jetzt eigentlich
sehr viel mit Bewegungssteuerung gearbeitet wird und mit den neuen Funktionen der Joy-Cons, und das finde ich halt angereizend, dass sie dann so viele normale Minigames machen, im Gegensatz zu den neuen Team-Minigames, die man ja zum Beispiel für Raft-Abenteuer braucht. Das finde ich nicht so optimal, aber... Ich finde auch cool in dem Minigame, dass da ab und zu manche Sachen ein bisschen anders verschoben sind und so. Was brauchst du, Bowser? Daneben. Wo rennt er denn hin? Wie der Donkey das komisch haltet. Was machst du, Bowser? Weil der ist so dumm im Hirn. Nein, jetzt komm her, entweder. Ach, vielleicht ist alles so dumm fürs Leben. Los. Mach Ware, komm, Pfostenkind. Danke. Ja, ist nur noch weil der Bowser so dumm ist. Im Kurzen und Ganzen finde ich das Spiel. Das ist in Ordnung. Von den Minigames her. Noch in Ordnung, aber es ist schon leicht kritisch wegen dem, dass sie jetzt wegen den neuen. Ich hatte noch gerne diese Boss-Winnie-Games gehabt. Ja, die waren so geil. Weil die fand ich ganz geil. Mir noch ein bisschen verbessert. Von mir ist aber mit neuen Joy-Con-Funktionen manchmal, aber nicht immer eingebaut. Das wäre auch was man sich mal öfter reinziehen kann. Mario Party 10 und Mario Party 9 und Mario Party 8 das Play kommt natürlich auch noch. So, links, oder? Hätte ich gesagt. Gehen wir zum... Oder? Na, rechts kommt dann im nächsten Ding. Komm, Band. Jetzt dürft's mal. So, dann haben wir nämlich einmal jede Abteilung gezackt. Zumindest jetzt einmal, was hier alles abgeht. So, Blooperstrudel, jetzt geht's los. Die machen nämlich so über Scheiße. Ja, das ist der Boss, aber das sind ja nur diese Strudel machen. Nein, der Boss ist beim zweiten Wesen. Ja. Mach ihn natürlich in der Playlist. So. Dieses Video ist auch in der Playlist und verlinkt genau wie mein Kanal XD. Genau, verlinkt fürs Kanal. Auch gerne dort vorbeischauen. Ja. Da kommt jetzt wieder mehr Content. Nach 2 Monaten endlich. Nein! Das ist nicht wegen Content, sondern wegen Ballon. Nein! Na, ist der dumme Blooper. Verzieh dich! So draufhauen, die Battle. Dack, dack, dack. Los geht's! So, wir müssen paddeln. Mann, das ist eine super Position aus der ausgesucht, Blooper, ganz ehrlich. Ja, ist eh egal. So wenigstens ein bisschen sicher. Pinguiniert, das ist eines der einzigen Minispiele, die eigentlich nicht so viel mit diesen. Wie viele sind das eigentlich? Wer nichts zu tun hat, kann das gerne mal zählen. In die Kommentare schreiben. Vielleicht mache ich es sogar, interessiert mich gerade. Also ich schätze so 25, na wohl. Na, viel mehr. Ich schätze mal 50. 50? Ja, aber das könnte sogar hinkommen. Weil das sind 20 vielleicht. Dein? Ich bin sehr schlecht im Schätzen. Ja. Da war er dann von dem Kreis, der Typ ist so schlecht. 800,2. Sehr schön. Warte, ich stelle mich daher. Wir machen Mauer, genau. Sehr gutes Rang S. Ja. Ich finde echt, dass es sehr viel mit den neuen Joy-Con-Bewegungssteuerung und den ganzen Dings ist. Aber das ist zum Beispiel mal ein gutes Beispiel der normalen Technik. Also nicht das speziell für den von den neuen Joy-Con entwickelt, den Funktionen, sagen wir so. Sondern mal ein normales, was man auch schon von der Idee her Eltern verwenden hätte können und spielen. Außerdem zu meinen Lieblingsmodis zählen vor allem auch das die Beatbühne, die ist auch sehr cool, die kommt dann auch noch in 1, 2, 3, in 4 Parts. Also nach diesem Raft-Abenteuer kommt dann die Beatbühne. So. Mal kurz. Hm. Ich weiß nicht, eigentlich ausgemacht. Aber im allen zusammen finde ich eigentlich das Spiel ziemlich gleich gut wie das alte. Weil es sind auch coole neue Modi dazugekommen und alles haben wir noch mal getestet. Ja, das meiste kommt noch. Und es gibt so einen Online-Modus. Was ihr noch verbessern könnt, ist der Online-Modus, also wollte ich gerade ansprechen. Weil da gibt es so 6 Minigames.
oder? Acht. Acht, okay. Ja. Zumindest an Pilz und an Toad Cup oder so. Das sind so vier Minigames im Baden drin. So, dann gehen wir jetzt rechts. Na, ja. Dann nein, Wario. Wario, du Schrottmüll. Trottel. Vom Schrottmüll. Schrottmüll. Des Bades. Cheap, cheap Schwärme. Irgendwie, wenn man es im Augenwinkel sieht, wie der sein Mitspieler gerade paddelt, schaut es ein bisschen komisch aus. Juhu! Nein, das ist durchgenommen. No joke. Der Pause ist diesmal Last of Us gewesen. Ja. Nein, oh nein, da kommt dead. Riesen! Das ist der Virus. Nein, das ist der Kalmund. Der Carlos. Da unten ist ja schon das Ziel. Oh, stimmt. Lol. Guck, den Ballon nehmen wir trotzdem mit. Aber es ist schon ein Modus, Raft Under ist zwar nicht der beste Modus, aber schon ein Modus, den man sich mal zusammen mit seinen Freunden anschauen kann. Ja, definitiv. Allein ist es halt ein bisschen unlustig, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Aber das sind ja alle Mario Partys. Schau mal, bei Donkey Kong, wie schon aus, wird das besser Handgelenk wie so ein Anzug. Mhm. Siehst du das? Das ist ja richtig komisch. Das war so ein bisschen Verschwendung, aber... Quick, quick. Boah, Bade-Session. Nein. Ah, weil da gerade noch ist. Auto. Nichts passiert. So, oh. Nicht mit totschlagen. Aber schon halt echt, das sieht richtig komisch aus, wie so Anzug. Hm. Weil er eher eine Krawatte hat. Schau. Ist doch immer der Krawatte richtig hat. Richtig strange. DK. Hat es immer einen Sinn, dass er Krawatte hat? Ist das so ein Mitglied von Nintendo oder? Oder was? Kein Plan. Puh, das war knapp. Er ist so. Selbst ein programmiert, genauso ein Intelligenzbestie ist, das eigentlich ist ein Mensch. Wie der Luigi. Genau. Oh, wenn man paddelt, du hast das sogar noch erwischt. Geh weh, wie ihr Seitenwind. Sieht man auch hier, hier kommen meistens in einer Runde Raft am Tor ein Minigame zweimal dran. Hier kommen meistens in einer Runde Raft am Tor ein Minigame zweimal dran. Also wenn es mehr, wenn es wenn dieser Modus mehr Minigames hat, wäre durchaus wäre es durchaus besser und lustiger, definitiv. Mach das doch mehr Pause. Oh, das war perfekt, du. Na, ja, das fast. Fast, ganz fast. Ganz fast. Ganz fast von. Das schaut so, so lustig aus. Und ich finde es auch komisch, dass manche Minigames irgendwie nicht so ganz funktionieren. Also kommt auch dieses Fassroller, das hat meistens herumgebackt. Nein! Habe ich auch das ein oder andere Video gesehen. Dang. Das war schlecht. Sehr schlecht. Ich könnte kotzen. Will ich aber nicht. Dann kotz halt. Aber nicht auf mein Mikrofon. Komm, hol alles raus, Pudi. Wow! Das war fast. Der Typ wäre fast runtergefallen. Also, der ist schon in 108. Der ist schon senkrecht gestanden. Also horizontal. Und die ist einfach nicht ausgeflogen. Also, das hätte ja gern. So viel zur Nintendo-Logik. Anti-Gravity. Das wäre runtergefallen, dann hätte ein paar Luftballons eingesammelt. Das wäre eigentlich besser. Er klatscht der Boden auf. Und dann noch null. Mehr Luftballons! Ja, es gibt da minus Luftballons. Und da unten ist das Ziel. Hast du gesehen, gerade war diese Zielflagge. Komm, jetzt richtig speeden! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hast du gesehen, gerade war diese Zielflagge nicht da? Oder kommen noch die letzten Karl-Munde? Karl-Munde. Oh! Carlosse. Carlosse. Komm jetzt! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Komm hier! Oh! Und die treiben einfach mehr eins, als wir beiden. 1, 2, 3, 4. 210. Und da blutscht vor allem aus dem Boot außer. Mhm. Vor allem wie der wegspringt. Fertig? Nein. Fertig? Nein. Glückwunsch. Das kennt man als Dingsbums, das fand der Nummer. Naja. Also, dann hier. Die Abzweigung. Hier. Der Blooper. Und hier. Und das Ziel.
deine Route. Nur noch zwei, dann haben wir alle. Eins. Zwei verschiedene, wie heißt das? Wege. Ereignisse. Ach so, okay. Das meinst du. Ich bin Anzieher, der einen Bolster braucht, um stehen zu können. Ja, du bist klein. Bin klein und fett. Na gut, dann war es das mit diesem Part. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen. Bis zum geschafft, Glückwunsch. Ich bin sehr stolz auf dich. Also danke fürs Zusehen und gerne noch hier abonnieren, die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr mit unserem coolen, also mit mir erstmal, ich bin auch ganz cool, und mit Felix 4 zu verpassen. Ja, den geilen Monty, der und auch den gerne auf YouTube abonnieren. Donalds Frist, kommt viel mehr Stuff bei ihm. Kann man auch gerne bei ihm vorbeischauen. Jetzt spenden, dann kann er mehr McDonalds fressen, vor allem will er sich jetzt die neuen Beast Rough Chicken. Ja, und dann sagen wir Chicken danke kaufen. Beast Rough Chicken. Was noch ein bisschen gibt, aber. Sagen wir danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.